ich krieg jetzt schon Warnungen, dass die Verbindung instabil ist. Hi, Metatron. Ich weiß nicht, was heute los ist, leider. Wollen wir es einfach mal versuchen? Starten wir einfach mal, oder? Dann hoffen wir mal, dass es einigermaßen stabil bleibt. Ihr könnt mich ja auf dem Laufenden halten, wie schlimm es wird. Weiß wirklich nicht, was heute los ist, Mensch. Für was habe ich denn jetzt neues Internet mir zugelegt und meinen Streamingplatz hier verlegt, damit ich am Kabel hängen kann? Und alle potenziellen Problemquellen habe ich eigentlich jetzt eliminiert und trotzdem funktioniert es nicht. Das nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Das ist schon blöd irgendwie. Aber es ging jetzt schon so oft so gut. Es ging jetzt schon so oft so problemlos. Bei mir läuft jetzt alles flüssig, in bester Auflösung. Na, dann hoffen wir mal. Bei mir steht hier, also Twitch zeigt mir ja leider immer noch an, dass die Verbindung instabil ist. Ich habe Angst, aber wir fangen jetzt trotzdem an. Übrigens, Fun Fact zum Titelbildschirm von Mario Galaxy. Es ist ein bisschen weird, aber wenn man sich die Sterne, die da immer wieder aufblinken, im Titel anguckt, dann merkt man, dass die nur an gewissen Buchstaben aufblinken. Und zwar auf den Buchstaben aus dem Super nur bei U und R, bei Mario nur bei M und R und bei Galaxy nur bei G, A und Y. Und das kann zwar natürlich Zufall sein, aber wenn man die Buchstaben einzeln liest, dann ergibt das You are Mr. Gay. Also im Deutschen quasi, du bist Herr Schwul. Naja, finde ich gut. Fangen wir an. Ich glaube, das ist der geheime, echte Titel von Mario Galaxy. Was muss ich jetzt hier... Ich habe keine Bewegungssteuerung. Ach so. Warum funktioniert denn? Ich muss eigentlich... Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Hilfe. Ah, okay, jetzt. Ich war verwirrt. Okay. Super Mario Galaxy steht heute wieder auf dem Programm. Wo haben wir denn beim letzten Mal aufgehört? Ich glaube, wir haben einen super Hardcore-Level in der ersten Welt. Den schauen wir uns jetzt mal an. Hi, Pia Didi. Hallo, wie geht's? Genau, bei der Spieleverpackung ist es auch so, aber auch auf dem Titelbildschirm. Auf der Spieleverpackung sind die Sterne natürlich permanent. Aber auch im Titelbildschirm blinken die auf. Mir geht's auch gut, dankeschön. Jetzt hoffe ich, dass der Stream passt, weil wir hatten jetzt schon ein paar Abbrüche und es spinnt dauernd und zeigt mir an, dass er nicht sehr stabil ist. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, dass es passt. Wir haben gerade auch andere Buchstaben geleuchtet, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das ist auch im Titelbildschirm so. Ich versuche gerade rauszufinden, wie ich meine Bewegungssteuerung wieder justieren kann. Okay, schauen wir mal. Super hoher Schwierigkeitsgrad in dem Level jetzt. Bin gespannt, wie schwer es wirklich wird. Eigentlich hat das schon perfekt funktioniert, deswegen weiß ich nicht, warum es heute jetzt wieder spinnt. Aber ich habe jetzt alles neu gestartet. Vielleicht war es auch irgendwas mit dem, ne, mit dem Laptop einfach. Der läuft jetzt auch schon wieder ewig lang durch. Ups. Nein, das wollte ich so überhaupt nicht. Ah, komm schon. Ich krieg's nicht hin. Okay, jetzt. Aber jetzt haben wir... Jetzt sind wir natürlich ein bisschen hinterher hier. Ah, ob wir den noch einholen? Ich hoffe, das Spiel ist so nett und lässt ihn am Schluss ein bisschen langsamer werden. Er macht ein paar Fehler. Na, immerhin. Aber wir halt noch mehr. Das ist das Doofe. Nein, ich glaube, ich hole ihn nicht mehr ein. Ah, war das knapp. Aber beim zweiten Mal schaffen wir ihn. So, so. Abraxe, dankeschön. Ja, zur Verbesserung der Leitung. Vielleicht spülen die Bits die Leitung jetzt durch. Das wäre nicht schlecht. Das wäre sehr schön.
Bei dir hat es ein paar kleine Ruckler und die Auflösung ist schlecht. Okay, das ist irgendwie echt doof. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das fängt sich heute nochmal. Ah, jetzt ist es gerade umgesprungen. Jetzt ist die bei Twitch zumindest gerade die Meldung umgesprungen von Verbindung ist schlecht auf Verbindung ist hervorragend. Na dann, hoffen wir mal, das stimmt jetzt. Ich verlasse mich drauf, Twitch. Twitch, Bro, tu mir das nicht an. Ich glaube, wir gewinnen diesmal. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht verschreien dürfen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt falle ich irgendwie ganz doof runter oder so. Ja! Sehr schön. Seit dem Neustart keine Probleme. Okay, dann ist gut. Ja, ich glaube, die Bits haben geholfen. Ich glaube, die Bits... Wahrscheinlich hat Twitch gesagt, so, mit dem verdienen wir eh kein Geld, dem geben wir ganz wenig Leitung. Und dann kamen die Bits plötzlich und dann haben die gesagt, oh, okay, da kommen doch Bits rein. Und jetzt habe ich plötzlich mehr Bandbreite bekommen von Twitch. Wahrscheinlich, so war es wahrscheinlich. Hi, Löffelkreis, wie geht's? Speichern. Mario Galaxy ist ein Super Mario. Das heißt ja auch Super Mario Galaxy. Jetzt, wo ich das so im direkten Vergleich zu Mario 64 und Mario Sunshine spiele, ist das den beiden schon echt überlegen, so spieletechnisch, gameplay-technisch. Mario 64 ist auch noch sehr gut. Mario Sunshine ist, finde ich, ganz, ganz schlecht gealtert. Ich weiß nicht, ich hatte das früher besser in Erinnerung, aber das konnte ich gar nicht mehr gut spielen. Aber Galaxy ist fantastisch. Nach wie vor. In Weihnachtsstimmung bin ich irgendwie noch nicht, noch gar nicht eigentlich, obwohl wir schon Spekulatius haben. Aber eigentlich mag ich Weihnachten echt gerne. Ich bin voll der Weihnachtsmensch, insofern kommt das bestimmt noch. Aber gerade noch nicht. Es ist halt schade, dass es quasi keinen Schnee mehr gibt. Es gab halt früher als Kind mal noch die Chance, dass es am Weihnachten schneit oder man weiße Weihnachten hat. Und das gibt's halt gar nicht mehr, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist sehr schade. Schnee vermisse ich schon zu Weihnachten. Im Februar kann er mir dann gestohlen bleiben, wenn er dann doch mal kommt. Aber sonst, du oder ihr, alle so? Ist bei euch schon Weihnachten angesagt? Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir uns jetzt dieses Jahr zu Weihnachten einen Baum holen. Da muss ich mal noch mit der Merlin reden. Sie will, glaube ich, schon einen Baum. Da wir wahrscheinlich voraussichtlich, wenn es klappt, mal abwarten, über Weihnachten nicht da sind, weiß ich immer nicht, ob sich das lohnt, dann hier einen Baum stehen zu haben. Aber natürlich in der Vorweihnachtszeit und so, das ist schon noch nicht schlecht. Mir geht es immer um die Entsorgung des Baums, ehrlich gesagt. Das ist für mich das Hauptproblem. Da bin ich immer zu faul. So. Ich dachte, ich muss die irgendwie fangen oder so, aber scheinbar nicht. Scheinbar kann ich mit dem reden. Wenn du etwas an einem hohen Warnschuss springst, fällt eine Drehung aus. Ach was. Und warum springt der da die ganze Zeit rüber? Weil da ein extra Leben ist. Die lernen mir hier den Drehsprung. Wirklich? Ist das nicht ein bisschen spät? Ohne Drehsprung wäre ich doch gar nicht so weit gekommen. Aber gut. Trotzdem danke, Hasen. Nette Hasen. Ich bin ja damals auch Mario 64 erst wieder mit 3D-Land eingestiegen, nach Mario 64. Aber muss auch sagen... Weiß schon wieder nicht, wie ich das justiere. So, jetzt. Aber muss auch sagen, jetzt mit der Classic Collection finde ich Galaxy ist davon mein Liebling. Ah ja, das hast du damals gar nicht original gespielt. Das ist interessant. Das hat ja im Grunde noch mehr Aussagekraft, weil ich ja dann vielleicht doch irgendwie nostalgisch eingefärbt bin.
Aber wenn du das quasi auch als jemand sagst, der quasi das damals gar nicht gespielt hat, dann heißt das schon was, glaube ich. Nimm das! Oh, jetzt muss ich noch einen holen. Mensch. Es geht. Also, ich backe extrem viel Plätzchen. Ja, das ist immer gut. Für ganz viele Leute, aber sonst eigentlich nicht wirklich. Und wahrscheinlich muss ich an Weihnachten eh arbeiten. Wenn es so bleibt mit Corona. Ja, gut, das wird sich jetzt so schnell wahrscheinlich nicht ändern. Das stimmt. Ja, das ist doof. Aber nächstes Jahr. Man kann davon ausgehen, dass Weihnachten nächstes Jahr sich dann alles wieder normalisiert hat, zum Glück. Hallo, Xonors, wie geht's? Es fühlt sich im Vergleich zu Sunshine halt nicht so sehr nach Arbeit an. Mario Galaxy, das stimmt. Das ist einfach wirklich, ne? Viel lockerer, viel flockiger. Es macht einfach viel mehr Spaß halt. Ah, komm schon! Ja! Warum mache ich das eigentlich? Damit wir in die Röhre kommen. Und jetzt sind hier ganz viele Wubbels. Und jetzt gehen wir wieder raus. Na gut. Es wird besser, wenn endlich wieder Punktstände offen haben. Wir haben bei IKEA ganz viel von dem... Wie heißt er? Dem Glöck... Glöckner. Nee, Glöckner heißt er nicht, aber so ähnlich. Grocknack. Den guten Grocknack haben wir gekauft, ganz viel. Da haben wir uns eingedeckt und machen jetzt einfach unseren eigenen Glühwein. Mit Blackjack und Nutten. Nur ohne Blackjack und Nutten. Aber ansonsten... Grocknack der Glühwein. Der ist der Beste. Bestimmten Berufen verlieren Feiertage leider ein wenig an Bedeutung. Das stimmt natürlich. Ich meine, bei mir ist es ja auch so. Ich nehme mir halt Weihnachten wirklich frei, weil mir das wichtig ist und zum Glück kann ich mir das rausnehmen. Aber so normale Feiertage, also eigentlich alles außer Weihnachten, gibt es ja für mich auch nicht mehr. Und sowas wie Wochenende gibt es auch nur, weil ich mich da an die Merlin angepasst habe, damit wir halt mehr Zeit zusammen haben. Aber das stimmt natürlich. Wenn man nicht so im ganz klassischen Angestelltenverhältnis ist und selbst dann oft, ist das natürlich alles anders. Was muss ich denn hier machen? Muss ich da was dran schießen? Leider, ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Pro-Controller. Leider, ist die Steuerung komisch. Also... Die Bewegungssteuerung muss ich immer wieder zentrieren, weil die ständig verrutscht. Das wollte ich damit sagen. Nimm das! Ich finde es vor allem faszinierend. Das war mir damals, als ich das auf der Wii gespielt habe, überhaupt nicht klar. Aber die haben es geschafft, ein vollwertiges 3D-Mario zu machen, das sich in keiner Weise irgendwie abgespeckt oder so anfühlt, indem er die Kamera nicht bewegt. Man kontrolliert die Kamera so gut wie gar nicht. Das ist alles automatisch. Und es funktioniert perfekt. Das ist schon faszinierend, finde ich. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Komm schon, gib mir einen grünen Panzer. Sei nicht so. Her damit. Yippdidu, dankeschön.
Ja, klar. Manchmal würde ich mir wünschen, die Kamera zu bewegen. Na gut, das stimmt vielleicht auch wieder. Aber es funktioniert trotzdem, finde ich, super. Also ich finde es schon erstaunlich, wie gut das funktioniert. Doch, falsch, ich habe mich verdrückt. Mensch, dieser Blöde, jetzt habe ich wieder den Xbox-Controller intus und da sind A und B vertauscht. Das macht mich fix und fertig. Ich fand Super Mario Galaxy 2 irgendwie cooler. Ich finde auch. Super Mario Galaxy 2 macht im Grunde alles, was der erste Teil macht und dann noch mehr. Super Mario Galaxy 2 ist da schon nochmal die Krönung. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Galaxy 2 nicht mit auf dieser 3D-Collection ist. Und verstehe nicht, warum, ehrlich gesagt. Schade, wirklich schade. Ich meine, wahrscheinlich kommt das in irgendeiner Form noch. Wahrscheinlich wollen die das dann wieder extra nochmal verkaufen oder so. Ah, aber gut. Ich meine, ich kann höchstens mir ein bisschen vielleicht vorstellen, als echte Begründung, dass Mario Galaxy 1 tatsächlich nicht viel Sinn macht, wenn man Mario Galaxy 2 hat, weil ja sogar große Teile des Spiels im Grunde in Mario Galaxy 2 stecken. Dann hätte man sich Mario Galaxy 1 fast schon ganz sparen können im Grunde. Vielleicht war das so ein bisschen die Überlegung, dass man sagt, nee, wir packen das jetzt noch nicht dazu, sondern machen damit nochmal was Eigenständiges, damit das Mario Galaxy 1 die Show nicht stiehlt. Weiß ich aber nicht. Ob das Sinn macht, die Erklärung. Hallo, willst du zufällig 34 lecker Sternisch-Stäckchen essen, bitte? Und nicht mehr? Das wäre sehr nett von dir. Nein, 50 will er essen. Oh, ich habe keine 50. Oh. Und? Das ist schon wieder mein Ding. 40, knapp daneben. Aber fast. Ja, das gibt es ja in vielen Berufen. Gerade in den wichtigen Berufen, in den zentralen Berufen, den Pflegeberufen und so weiter. Dass man im Grunde sich aussuchen muss oder kann halt Silvester oder Weihnachten. Aber wie will man es auch anders lösen, ist es eh ganz klar. Aber da fehlt, finde ich, einfach ganz stark immer noch leider die Wertschätzung und auch das dazugehörende Gehalt, finde ich, für so soziale Berufe gerade. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht hilft ja da sogar jetzt die Corona-Krise ein bisschen. Man kann ja hoffen. Wer weiß. Dass es da eine Neubewertung gibt, der wirklich wichtigen Berufe quasi. Ich würde es mir wünschen. Ziel auf mich und drück A. Ah, ja, ja, ich kann mich schon noch ungefähr erinnern. Ah ja, genau. Kabumschi! Yeah. Oh oh, Entschuldigung, Toad. Ich habe ihn gerade irgendwo ins Weltall geschossen. Ah, er ist trotzdem gelandet. Na gut. Glück gehabt. Ich hoffe, ich schieße mich jetzt nicht irgendwo ins Weltall. Nee, perfekt. Gravitation sei Dank. Gravitation sei Dank. Ja, das ist natürlich echt mies, Pia. Das ist wirklich total bescheuert auch.
Pidiu! Auf dem Tetris L. Ich habe jetzt auch da... Ich bin ja ein totaler Tetris-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe eine Zeit lang wirklich im Grunde so ein bisschen professionell Tetris gespielt, kompetitiv und so. Das einzige Spiel, das ich mal so richtig auf Pro-Niveau gespielt habe. Nee, nie wirklich auf Pro-Niveau. Semi-Pro höchstens. Aber auf jeden Fall mag ich Tetris immer noch voll gerne und spiele das immer noch, obwohl ich bei weitem nicht mehr so gut bin. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, genau, ich habe jetzt Tetris Effect gespielt auf der Xbox. Und das ist ja mal crazy und ziemlich cool. Da reist man im Grunde wirklich durch so bizarre, stilistische Tetris-Welten, die immer musikalisch und optisch sehr cool und stylisch in Szene gesetzt sind. Was es auch super schwer macht, aber auch echt interessant. Das ist mal ein cooles Tetris. Hatte ich bisher noch gar nicht gespielt. Oh, was habe ich da zur Welt gebracht? Eine Spinnenfliege? Mein Gott! An das kann ich mich erstens nicht mehr erinnern. Und zweitens sieht das voll aus, wie der zweite Endboss aus Super Probotector. Nee, oder was? Doch, ich glaube, es war Super... Na, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Probotector oder Super Probotector war. Vielleicht bringe ich es durcheinander. So. Na komm, schnell. Wir müssen ins Spinnennetz da. Okay. Los. Yes. Das ist einfach echt lustig. Das Spiel hat so viele coole Ideen. Und es ist auch ein bisschen eklig, oder? Ich finde schon. Gerade für Mario-Verhältnisse ist das ein bisschen widerlich. Ich finde es wirklich ekelhaft. So, da. Komm schon. Auf den riesigen, leuchtenden Spinnenpopo. Na komm. Yes. Space Spider. Da gibt es auch eine ziemlich gute Episode von dieser, wie heißt die, Love irgendwas und Robots, so eine Netflix-Kurzserie mit lauter so Kurzgeschichten. Gibt es auch eine ziemlich gute Kurzgeschichte über eine Space-Spinne. Ziemlich gruselig und schon cool. Auch technisch ziemlich beeindruckend gemacht, so computeranimiert, aber teilweise sehr fotorealistisch. Wie heißt denn das, Space, Love und Robots? Nee, ich weiß es nicht mehr, so ähnlich. Auf jeden Fall cool. Hallo Kerl, der Puddingmark, wie geht's? Arrok, danke fürs Abonnieren. 9 Monate. Arrok, Entschuldigung. Hi, danke. So, wo waren wir stehen geblieben? Neue Galaxie entdeckt. Roter Komet. Roter Komet ist, glaube ich, so Speedrun-Modus, wenn mich nicht alles täuscht. Time Trial. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oder ist das super schwer, wenn es rot ist? Zeitangriff. Zeitangriff steht ja da. Zeitangriff. Dum, dum, dum. Da-da-dam. Fehlt da für mich irgendwie. In dem Jingle. Okay, Mario. Der Spaß ist vorbei. Jetzt Turbo-Modus. 4 Minuten, das schaffen wir. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was uns erwartet. Aber ich bin optimistisch. Was müssen wir machen? Wahrscheinlich einfach weiter, hierhin.
Okay. Sehr gut bis jetzt. Glaube ich. Gut. Die Steuerung auf den runden Bällchen ist teilweise komisch. Das hat so ein bisschen die Oldschool Resident Evil Probleme, weil die Steuerung quasi sich immer nach Mario richtet. Aber manchmal verändert sich die Kamera. Und solange man dann quasi in eine Richtung gelenkt hält, bleibt die Steuerung so, wie sie vorher war. Aber wenn man kurz loslässt, justiert sie sich quasi neu. Sehr verwirrend, schwer zu beschreiben. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und das ist ein bisschen schwierig. Mein Gott, die Kamera. Habe ich gerade noch so gelobt. Jetzt ist sie ein bisschen komisch. Uiuiuiui, das war knapp. Bin ich gerade unter der Spinne zufällig durchgelaufen? Das war mal Glück. Ich würde so gerne dagegen springen, aber ich krieg's nicht hin. Dafür haben wir keine Zeit, Mario. Weiter geht's. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Ich glaube, ich habe irgendwas Wichtiges übersehen. Aha, alle Toads retten. Sag das doch gleich, Spiel. Dann machen wir das. Ich verstehe. Das kenne ich doch schon aus einem anderen Level, aber genau das gleiche irgendwie, oder? Vielleicht ist das einfach das erste Level aus dieser Welt oder so. Oder Baustücke aus verschiedenen Levels. Ich weiß es nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? Über eine Minute. Ich glaube, das schaffen wir. So, einen habe ich irgendwo hinten vergessen, leider anscheinend. Jetzt haben wir noch eine Minute genau. Okay. Tada! Und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder dahin, wo ich schon war, oder? Nein, er ist da. Doch. So, geschafft. Ja, ich finde das auch nicht okay, auf jeden Fall. Ob das jetzt legal ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde das alles andere als okay, wie da teilweise gerade in der Pflege, bei Pflegekräften und bei im sozialen Bereich tätigen Angestellten umgegangen wird und wieder eben Überstunden verfallen oder freiwillig gemacht werden und sowas. Das ist alles einfach absolut nicht in Ordnung. Aber da haben wir schon öfter geredet. Deine PS5 kommt am Freitag. Ah ja, cool. Wo hast du denn die noch herbekommen? Ich hoffe noch zu einem vernünftigen Preis irgendwo. Da habe ich jetzt auch schon die Tonspur zumindest für ein Video fertig gemacht, wo ich so ein bisschen über meine Erfahrungen mit den neuen Konsolen rede. Da gibt es viel zu besprechen.
Bam, 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 Galaxy, Renn und Musitier. Na gut. Für 499, ja, also voll cool. Direkt bei Sony, oh, cool. Kam die dann nur verspätet oder hast du da tatsächlich noch eine bekommen? Weil Sony hat, glaube ich, heute erst irgendwie verkündet, dass alle absolut weg sind und es gibt keine mehr, nirgends mehr im ganzen Universum. Komplett ausverkauft. Moment, das war's schon? Naja, war auch nur ein kleines Bonuslevel. Jetzt muss ich den Stern erstmal kriegen, ne? Oder... Ja, das geht. Na gut. Verspätet. Ah ja, okay. Hast du das von Capcom gehört? Wahrscheinlich nicht. Oder meinst du die Gerüchte? Meinst du die Gerüchte über diverse Nachfolger? Das habe ich gehört. Sonst wüsste ich jetzt gerade nichts über Capcom. Die wurden gehackt, erpresst und dann wurde extrem viel geleakt. Genau, das habe ich schon mitbekommen, so ein bisschen. Ich weiß, dass das aber nicht nur Capcom passiert ist. Kurz davor oder danach war noch irgendeine andere größere Firma, wurde auch gehackt und denen wurden auch ganz viele Daten gestohlen. Aber ich weiß nicht mehr. Aber ja, genau. Man kann echt nur hoffen, dass so Hacker halt einfach nicht erfolgreich sind mit ihren Erpressungen. Dass die Firmen dann sagen, ja, dann liegt halt das uns wurscht. Mal schauen. Besser wäre es natürlich noch, wenn die erwischt werden. Aber die zu bezahlen, wäre halt das Bescheuertste, was die machen könnten. Weil wenn die erfolgreich sind, dann wird das wahrscheinlich bald Praxis in gewissen Preisen. Common Practice. Und das kann keiner wollen. Aber die Leaks sind trotzdem interessant, die dabei rumgekommen sind. Wenn's denn stimmt. Wenn's denn stimmt, dass zum Beispiel tatsächlich ein neues Dragon's Dogma in der Mache ist. Das wäre so cool. Das würde mich schon sehr freuen. Komme ich eigentlich hier wieder raus, wenn ich da reingehe? Weil sonst... Doch, okay. Dann hoffen wir mal, dass wir da drin jetzt genug... genug kleine, blaue, bunte Sternchen sammeln können. 50 brauchen wir, glaube ich, hier für den geheimen Stern. Das ist schon ordentlich viel. Ich hoffe, wir finden hier noch genug. Vielleicht hätte ich auf dem Weg hierher schon gründlicher sammeln sollen. Au. Noch 18. Schauen wir mal. Also den Stern darf ich nicht nehmen, sonst ist es doof. Warum kann ich das nicht kaputt machen? Ich verstehe es nicht. Ha, dachte, das ist hier unten. Aha, das sieht doch gut aus schon mal. Da waren es nur noch 7. Und hier haben wir komische Steine. Und ich glaube, das sind sie dann wahrscheinlich. Yes, perfekt. Wo ist er denn, der Gourmet? Da ist er. Hey, und einer ist mir noch auf den Kopf gefallen. Perfekt. Haben wir sogar noch 2 extra jetzt. Das habe ich wiederum nicht gehört. Ach so, doch, doch. Ein paar Spiele sollen angeblich deine Arbeit sein. Ein paar ältere Reihen, neue Ableger. Ich kann mich nur noch an Dragon's Dogma erinnern, weil das war auch das Einzige, das mir wirklich was gesagt hat. Insofern
Die haben auch irgendwas über einen neuen Monster Hunter Teil gesagt, also in den Leaks, aber irgendwie gibt's das doch eh schon. Für die Switch kommt's doch eh. Warte mal, warum ist der die jetzt nicht? Aha, ich muss vor dem stehen irgendwie oder so. Hä? Ah, jetzt. Puh, ich hätte beinahe die wertvollen Sterne verschossen. Vielleicht kommt ein neues Monster Hunter Worlds oder so eventuell. Naja, wie dem auch sei. Bin ich gespannt. Ein neuer Planet wurde geboren. Na dann. Ich schätze mal, ich muss ja alle Goombas kaputt machen, oder? Das wirkt ein bisschen so. Wer weiß. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich sollte echt ein bisschen aufpassen. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil man kann nicht so schnell hintereinander wirbeln. Das dauert immer einen Moment. Und da passiert es mir gerne mal, dass ich versehentlich in irgendwelche Gegner reinlaufe, weil ich denke, ich kann schon wieder wirbeln. Kann ich aber noch gar nicht wirbeln und dann werde ich weggewirbelt. Ein Wirbelzwerbel, Zauberwind. Oh oh, nicht auf die Nasenlöcher. Ich habe ein bisschen Angst zu springen, weil dann habe ich immer echt Schiss, dass ich den reinspringe vorne. Das ist mit der Kameraperspektive manchmal ein bisschen schwierig, deswegen zwirbel ich die lieber weg. Okay, alle weggezwirbelt. Zack. Nice.